Hallo und herzlich willkommen bei Game Together mit Katharina und Sammy. Und heute haben wir The Book of Unwritten Tales, die Vieh-Chroniken in der Collector's Edition. Gerda, du hast es ja vorher schon reingezogen. Vorsicht, das ist mal schon dran. Na, deswegen darfst du es nämlich jetzt auch machen. Mach das nämlich hier an der Seite auf. Mhm. Mach das so. Okay. Ja, was haben wir alles drin? Hier einmal die Collection und hier einmal ein Artbook. Welches machen wir zuerst? Machen wir das Artbook. Das Artbook ist hier in einem schönen Leder, wie nennt man das? Lederlook. Lederimitat. Nein, nicht Imitat. Sieht ja nur so aus. Okay. Ist hier eben ein Making-of-Book. Nicht Artbook, ich habe mich vertan. Mit vielen Kapiteln. Sachen drin. Das ist cool. Das gefällt mir schon mal richtig cool. Also ich bin ja echt so ein echter Making-of-Fan. Mir gefällt es also sehr gut, dass auch hier hinten, ich zeig das mal, habe ich nämlich vorhin entdeckt, also nicht nur das Typische über, ja, wie sind die Charaktere entstanden, sondern auch über die Sprecher, also die Synchronisierer. Das ist ja ziemlich hochkarätig das Ganze, was die Synchronsprecher angeht. Also hier zum Beispiel. Cool. Nicht mit richtigen Studioaufnahmen, ne? Genau, und immer schön die Beschreibungen und... Ja, also mir gefällt es wirklich sehr gut. Das ist cool. Finde ich jetzt tausendmal besser als nur ein paar Bilder und sonst nichts. Ja, wo man sich dann seinen Teil dazu denken kann. Ja. Ist halt alles wirklich ganz toll beschrieben. Nicht schlecht. Mhm. Dann haben wir einmal eine Soundtrack-CD. Dann den Teil 1, wer ihn noch nicht kennt, The Book of Unwritten Tales. Wobei The Book of Unwritten Tales nach die vier Chroniken spielt. Ja, aber trotzdem Teil 1 ist. Ja. Dann das Spiel Die Vieh-Chroniken, also der neu erschienene Teil. Genau. Dann haben wir hier zwei handgemalte, so steht es zumindest, da hinten drauf Postkarten. Also ich glaube, die sind jetzt momentan eher handgedruckt, aber... Ja, vielleicht sind sie ja per Hand gemalt und dann... Genau. Oder so. Aber cool, Postkarten. Zwei Postkärtchen und drei... Ansteckbuttons mit den Charakteren, die man aus dem ersten Teil schon kennt. Hier dieses rosa, lila Vieh. Also deswegen heißt ja auch die Vieh-Chroniken, genau. Weil es hier um dieses Vieh geht. Also wie sich das Vieh und der Nate kennengelernt haben. Darum geht es also im zweiten Teil. Und den Test haben wir dazu auch auf GameTicker.de. Genau, mit dieser Prinzessin oder wer das ist. Ivo heißt sie, glaube ich. Und hier dem kleinen Wilbur. Heißt der Wilbur? Der ist aber aus The Book of Unwritten Tales. Ja, ja. Genau. Genau. Okay. Cool. Drei Buttons. Das war schon, ne? Ja, das war schon. Der Preis ist etwa um die 40 Euro. Und ich finde, der ist eigentlich... Vor allem wegen Teil 1 allein schon oder als wegen geil. The Book of Unwritten Tales. Ziemlich schick. Und wer auf das Ganze verzichten möchte und nur die Vieh-Chroniken kaufen möchte, zahlt dafür um die 25 Euro. Ja. Und wie gesagt, wer es ganz genau wissen will, geht auf gamesucker.de. Da haben wir, wie gesagt, nochmal einen Test zu dem Ganzen hier. Also kaufen wir sich doch am besten einfach das Ding hier und spart sich was. Genau. Wer auf die Edition verzichten möchte und schon den Vorgänger hat. Genau. Ansonsten, und ich finde, das Spiel an sich, also ich mag ja Adventures und den ersten Teil habe ich ja schon durchgespielt. Super. Das zweite habe ich jetzt auch angespielt und ist recht lustig und unterhaltsam. Das Spiel hat zig Auszeichnungen bekommen, von uns auch nochmal eine super Wertung und... Auch der erste Teil war ja von den Adventures mit so den besten Spielen des Jahres. Es ist das beste Adventure. Mhm. Also ich kenne kein besseres Adventure als The Book of Unwritten Tales. Und deswegen, wer es noch nicht hat, kaufen. Kaufen. Genau. Okay, das war's schon wieder. Wir sind wieder raus. Und dann bis zum nächsten Adventure. Ciao. Ciao. Hallo zusammen bei Game Together mit Katharina. Sie hat gerade meinen Namen vergessen. Sie fängt sie gleich wieder. Machen wir nochmal. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei Game Together mit Katharina. Ja, mir ging es im Kopf rum. Was ging dir im Kopf rum? Gell? Das gerade eben. Hallo zusammen, hier sind wir wieder bei Game Together mit Katharina. Und Sammy. Hallo? Ja, einen Hot-Button haben wir noch nicht.
Hallo und heute! Ich weiß. Ich wollte es nur so wissen. Halt, stopp, cut, cut, cut. Das ist voll für den Arsch. Heute.